Guten Tag, Ostern und wir haben Osterkörbchen vorbereitet, die werden wir jetzt verstecken gehen. Klein, nichts Großes. Wir haben schon gefrühstückt, ich schneide schon wieder ein Video und jetzt machen wir die Osterkörbchen. Dann, holen wir sie mal raus. So, Nummer 1. Ah, Nummer 1. Langsam starten. Okay, und los geht's. Such dein Köpfchen. Such dein Köpfchen. Dann kannst du nachher zugucken, wie die anderen sind. Dann hast du schon deine Sachen. Papa? Ja. Und du hast mich. Ja, kannst du schon hier hinstellen und bist du fertig. Jetzt kommen die nächsten dran. Jetzt müssen wir das von den anderen verstecken. Ja, ich hol mal. Ein Pool. Aber du holst mir ein Blumen, ja? Na, dann? Nein, lass mal, lass sie. Und los! Entdeckt! Alles gut. So. Mama, ihr seid Osterhasen. Aber ihr seid Osterhasen. Sieht nur so aus. Blumen, komm. Blumen, du bleibst hier. Wieder sitzt der Körper allein. Ja, ach, Mist. Darf ich das jetzt aufmachen? Keine Streitung um die Süßigkeiten, ja, bitte? Ja, es sind alles die gleichen. Ja, alles die gleichen, ganz genau. Ja. Nein, drin. Wir machen drin auch. Oh, das ist das feinste Ostern! Ja, die Osterhase war da! Was hat denn da noch Bello geschnitten? Anouk? Die Kinder sind zufrieden, alle. Oder? Hm. Schön. Auch wenn Corona-Zeit ist. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Muss das Beste draus machen. Und du? Auch zufrieden? Ja. Was machst du? Gut, haben wir. Ich schneide mal weiter. Das war jetzt die kurze Osterbescherung sozusagen. Und das ist ja eine tolle Bescherung. Ja, jetzt noch eine Stunde Arbeit und dann bin ich durch. Hoffe ich hier mit dem Schneiden zumindest.
bin wieder in meinem relaxten Raum. Gut, ich bin jetzt hier wieder ganz kurz im Büro. Wir hatten ein bisschen was fotografieren und dann bin ich gleich wieder weg und stelle das mal ein. Das reicht, das eine Ding. Fotos haben wir. Jetzt kommt das Ganze ins Netz. Der Kreis. Ja, Mensch, haben wir Ostern auch geschafft, ne? Es fehlt nur noch Ostermontag. Und dann haben wir das eigentlich auch alle drum. Das gibt es noch am Montag? Morgen ist auch noch frei. Oh, voll. Ja. Das ist hässlich. Heute wollen wir schon noch draußen spazieren. Fahrt. Ausfahrt mit dem Fahrrad, die ganze Family. Haben wir nochmal gemacht. Wo waren wir denn? Am Brandenburger Tor waren wir nicht. Wir waren Kreuzberg. Ja, Kreuzberg. Und Italiener. Gleisdreieck. Und wir waren beim Eis. Im Park. Aber total voll. Alles super voll. Entschuldigung, ich bin müde. Alle sind ein bisschen angeschlagen und müde. Nein, müde sind alle. Angeschlagen und müde. Ja, da waren wir. Fakt ist, Gleisdreieck waren wir. Und am Kreuzberg. Drauf waren wir nicht mehr. Und dann hat er einen Nuken Platten. Das ist ja wie mit Leon letztes Mal. Mit Leon hat die auch Kreuzberg gefahren und der hat den Platten. Ja, genau da. Das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Das ist wie verhext da. Ja. Aber Anouk ist so leicht, sie konnte wenigstens nach Hause fahren mit dem Rad. Also da ist noch wirklich Arsch. Vorderrad, nichts passiert. Die ist ja nicht mal, also als wäre Luft drin, ist sie weitergefahren. Ein bisschen anstrengender Rad bestimmt. Danach machen wir noch Italiener, beim italienisch Essen, sag ich schon. Ja, wir wollen italienisch Eis essen. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Also so ein ganz kleine Geschichte heute. Du siehst immer aus. Du süße Maus! Ja, naja. Dann sehen wir uns morgen. Das wird alles hintereinander wegschneiden. Das machen wir nicht einen extra Vlog von heute, ne? Morgen setzen wir noch mit hinten dran, falls morgen irgendwas Interessantes überhaupt passiert. Also, bis gleich. Guten Morgen, liebe Leute. Sie hat keine Hose an. Hey, sie hat keine Hose an. Aber jetzt auf Anfang! Guten Morgen, liebe Leute! Was machen wir heute? Was gibt's heute zum Frühstück? Ah, da räumt schon einer auf! Oder auf. Aber du räumst aus, ne? Nicht auf. Das ist ein Unterschied. Ja, ja. Deswegen sieht's hier immer so aus, weil mit so vielen Kindern, da ist so ein Regal schnell mal leer. So schön, wie du schon stehen kannst. Genau. Und so schön, wie du schon stehen kannst. Was gibt's denn heute Leckeres? Eierkuchen. Oh. Auf Wunsch der Bande. Morgen. Machst du so lecker? Ah, oh, Marlieses Eierkuchen. Eine Geheimrezeptur. Papa, guck mal, was da drüben was immer. Ja, ich weiß, sie räumt aus. Guten Morgen! Morgen! Das ist eine Katastrophe hier mit den Kindern. Nicht mal ordentlich grüßen können die, wenn sie einem auf dem Flur begegnen. Wenn man sich schon mal begegnet in dieser Riesenwohnung. Ja, dann musst du selbst du lachen.
Heute ist das Wetter ein bisschen trüber als gestern. Wie gesagt, gestern waren wir noch mit dem Rad unterwegs. Das war ja wirklich toll, außer Marlies hat Popo-Schmerzen. Musste sie nämlich mal selber fahren, nicht nur da sitzen und Lastenrad sich fahren lassen, sondern musste gestern mal selber fahren. Und ja, heute sieht es aus, als hätte es sogar geregnet die Nacht. Hat es auch. Bestimmt. Ja. Ein bisschen nass ist es draußen alles. Ja. Die Blüten gehen hier auch von unserem Osterstrauß. Schaut mal, könnt ihr das sehen? Oh, ja. Ist das schön. Oh, hier oben da. Oh. Ja. Wird kein Wasser mehr drin. Oh, mal wieder Wasser nachfüllen. Yay. Ist das schön. Das ist ein schöner Osterstrauß. Und Anouk hat auch eine schöne Idee gehabt hier. Mit Ostereier selbst gehäkelt. Schaut mal hier. Total geniale Idee, finde ich das. Ostereier selbst gehäkelt und zwar mit Überraschung drin. Also nach Ostern können die sogar abgegessen werden, wie am Weihnachtsbaum. Man die Süßigkeiten ab ist da und da. Kann man ja auch mit verschiedenen Farben machen und so. Guck mal, wie lecker. Und da ist nämlich dann eine kleine Süßigkeit drin eingehäkelt. Total toll. Da auch noch zwei. Ja, aber das ist meine riesige Bombe. Und jetzt muss mich mein Kind hier wieder rauslassen. Nicht aufmachen, zumachen. Ich schieb dich mal kurz weg. So, wunderbar. Ja, da sind noch ein paar gekochte Eier und noch ein paar bemalte und ausgeblasene Eier. Ja, ganz toll. Ist auf alle Fälle schön. Wir machen uns heute noch einen ruhigen Tag und morgen geht es dann wieder in den Laden. Ganz mehr oder weniger normal. Ja, und heute wie Spider-Man. Was machen wir heute eigentlich, Marlies? Marienkäfer. Marlies trainiert wieder ein bisschen, wie immer. Er hat ja schon ihre Traumfigur erreicht. Für mich hat sie die ja schon immer. Ja, wie? Selbst hochschwanger, Traumfigur. Aber so ist es halt. Frauen fühlen sich halt nicht wohl. Egal wie. Selbst mit Traumfigur fühlen sie sich nicht wohl. Ah, oh, da zwickt was. Ah, oh, da stört was. Katastrophe. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut. Niemals zufrieden zu sein. Dann hat man immer einen Antrieb. Hier haben wir auch einen kleinen Zweig. Der hat da nicht mehr reingepasst. Oh, oh, so schön. Das ist unser grüner, das ist unser Ersatzbalkon hier. So was wollte ich heute. Siehst du, das wollte ich heute vielleicht noch bauen. Und zwar so ein Teil. Für hier drüben. Ja, das, ich glaube, das will ich bauen. Ja, hier drüben eben auch noch so, damit das hier auch raus kann. Ja, das ist doch auch schade drum hier. Die müssen auch raus. Ich habe ein Hemd geschenkt bekommen, XXL, es passt mir nicht, Mann, Kinder, ich muss abnehmen. Ich habe so einen Ranzen bekommen, unglaublich. In den letzten, ich bin ja immer, Männer sind ja immer sympathieschwanger, auch mit den Frauen. Und ich kriege das immer nicht sehr schlecht wegtrainiert, ohne Training. Ne? Also einfach nur durch weniger Essen und so, das wird nichts. Und viel arbeiten, das kann ich vergessen. Ranzen bleibt Ranzen. Man muss trainieren gehen. Und die Zeit habe ich im Moment ja. Jetzt habe ich sie vielleicht so, ja. Deswegen haben wir ja hier oben schon ein paar Hantelbänke und so. Aber wie gesagt, das ist nicht das gleiche wie. Ich bin ja früher nur ins Fitnessstudio gegangen. Also früher. Sprich so vor 5 Jahren und so. Ja, das ist jetzt halt schon eine Weile her. Und man wird auch faul, tatsächlich. Man macht das nicht. Ja, und deswegen XXL, das ist mir viel zu dünn hier am Arm, ist ja auch hier, das spannt ja auch, ist auch XXL, spannt alles irgendwie so. Also, aber ist ja, das Hemd fand ich schön, das kann ich anziehen, das kann ich nicht anziehen, da kriege ich nicht mal die Knöpfe hier zu am Arm, die sind viel, der Unterarm ist viel zu eng geschnitten, keine Ahnung, was das für XXL-Menschen sein sollen, wahrscheinlich einfach nur lange, dünne Latschen oder so, so Schlackergestelle, drahtige Radfahrer wahrscheinlich, ja, bin ich ja nun mal nicht, definitiv nicht. Was bist du für ein Modell? Modellmensch? Was hast du für eine Form? Birne? Pflaume? Oder Zwetschge? Nachdem wir festgestellt haben, dass meine Frau jetzt eine Birne ist, warten wir mal nach dem Frühstück ab, was denn los ist, wie das denn aussieht. So, was haben wir denn hier? Ein Paket? Ja.
Wollen wir noch mal gucken, was da drin ist? Du machst richtig auf, ich mach's. Die Putz hast du geschenkt für Mama, sagt sie. Und Papa darf zahlen. Zahlemann und Söhne. Wie teuer war's denn? 55 Euro. Das wird ja von deiner nächsten Rechnung abgezogen. Aber geht ja nicht. Uff. Das hat ja auch da einen Schnipsel zum Aufmachen. Ja? Ja. Das Papa, gerne. Habe ich dir sowas nicht schon fünfmal geschenkt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das Wort passt. So ein hübsches Kleid. Was schenkst du hier an? Wann ziehst du denn die Dinger mal an? Jetzt wärmer wird draußen. Na dann. Lass uns. Für genau, lass uns doch rausgehen. Noch wärmer. Ist ja noch nicht die. Ist noch nicht die Endwärme erreicht. Ja. Die Drohne ist eigentlich ganz warm. Das ist erstaunlich. Komm mal rein, guck mal. Machst du zu? Kurz reingekommen und schon ist es warm. Richtig zu. Darf ich das mit dir machen? Ich wische ab und ich sprühe. Nee. Das Sprühen, das Problem ist mit dieser Echtheitsplatte da unten drunter. Da muss man ganz schön vorsichtig sein. Okay, du sprühst. Hast du aber den. Ich hab alles. Ich hab die Rolle dabei. Das ist gut. Jeden Tag. Es ist doch so. Tatsächlich ist es so, mit Kindern hast du jeden Tag zu putzen. Ich wische. Hey, du hast das Mittel vergessen. Nachdem das Kind instruiert ist, wie man Fenster putzt, macht sie ja schon ganz gut da drüben. Ja. Kann ich jetzt hier ein paar Fotos machen? Wie sieht das aus, wenn man vergleicht? Warte. Ich muss das Video spazieren. Nebeneinander sieht man es ja. Ja, das sieht super. Ganz anders aus. Nee, warum nicht? Drehen und drauf. Und los. Zieh. Oh mein Gott. Schwer. So ist es. Du schon den Computer willst. Brauchst du noch was? Nee, wa? Was? Brauchst du noch was von drüben? Nee, wa? Ach so, ja, mach ich auch gleich. Mit mir. Okay, dich haben wir schon drin. Ich wusste nicht, dass es so ein Fenster so dreckig sein kann. Das ist absolut dreckig. Ja, das ist die Straße, die so dreckig ist hier. Was ist denn das da oben? Ist das Staub oder was ist das? Das ist der ganze Staub, der von der Straße, von den Autos immer aufgewirbelt wird. Okay, das ist nur Staub. Straßendreck quasi. Das haben wir aber auch bei uns immer am Fenster. Das mache ich ja auch immer weg. Ja. Wenn ich mich da hinsetze. Mache ich das jedes Mal geschickt ab? Noch drin? Ach,
Na ja, stimmt, das ist schon wieder das Nächste. Ich mach schon wieder das Nächste. Scheiße, nicht alle gleichzeitig machen, Tom. So, erstmal eine Sache zu Ende machen. Ja, das ist wichtig. Papa. Ja? Ja, krempel dir mal deine Ärmel ein bisschen hoch, sonst hast du die immer dreckig. Ja, hast du doch gut gemacht. So, das haben wir. Die haben wir fotografiert. Jetzt kommt die. Bücherei Ostpreußen dran. Weiter. Sehen uns dann später. Jetzt sind wir schon am nächsten Morgen hier. Das gibt's ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe noch ein bisschen sortiert hier, Programmhefte und so einen Quark. Kennt ihr ja vielleicht diese alten Filmkuriere und hier aber Heinz Rühmann und Helena Valentin. Ja, die Stars der alten Zeit. Gut, Jürgens und so weiter und so weiter. Das hat noch ein bisschen sortiert. Anouk hat fein das Fenster geputzt. Perfekt. Man kann wieder durchgucken. Ist doch was. So, dann werde ich jetzt mich demnächst drum kümmern. Also heute ist schon wieder Dienstag. Werde ich mich demnächst drum kümmern, dass es hier unten nicht mehr schleift und um die gesamte Einfassung hier. Das muss alles noch verputzt werden, links und rechts. Und und dann das Gesamte, das wird alles nochmal, das muss nochmal schön gemacht werden. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, so sieht's aus. Also heute bin ich wieder im Laden, später denn. Und da werde ich dann weiter reparieren, Räder reparieren und ein bisschen Kram beseitigen. Da müssen wir jetzt langsam wirklich mal anfangen. Also was heißt anfangen? Ich bin die ganze Zeit dabei, aber... Ja, jetzt zehre ich ja gerade wirklich tatsächlich von den Sachen, die ich vor Jahren mal bekommen habe. So wie eben diese Programmhefte hier und so. Dieses ganze, dieser gesamte Stapel hier, der gesamte Stapel da. Das sind im Grunde genommen die Sachen, die ich jetzt, wo ja nichts mehr läuft, die ich jetzt versuchen kann zu verhökern und ein bisschen ja, die Kosten zu decken, die man so hat, ne? Die halt so anfallen. Na dann, machen wir mal. Jetzt erstmal Frühstück und dann geht's los. Und? Schwanzfamilie heute. Nein, einfach kochen. Na du, liest du einen Comic? Ja. Du hast ja einen Zopf. Mhm. Und du hast keinen Zopf. Kamera. Ich hab auch einen Zopf, die Kamera hat keinen Zopf. Hm? Doch, die Kamera hat doch um so ein Ding, das sieht aus wie ein Dutz. Und du hast ja auch einen Zopf? Ja, den habe ich. Hast du sehr gut gemacht. Wunderbar, so gefällt mir das. Ganz toll. Dann beim Essen, damit es nicht ins Essen reinhängt. Die Kinder haben so lange Haare mittlerweile. Mama quält sich ein bisschen mit dem Brot. Also, ja, ihr wisst nicht, was da los ist, ey. Der Mülleimer kann ja mal runter. Das ist ja unattraktiv. Was ist denn hier schon wieder los? Ich pack mal die Übeltäter hier. Also zwei Scheiben musste ich zum Begradien erstmal nehmen. Der Rest hier ist. Lecker, lecker. Jo, was darf es sein? Sohn hat, da ist auch bei der Stammkunde, da haben wir immer mit die Kennen die Räder. Da, ja. Da hat die Lehrerin gehalten und gesagt, die Kette, das, die neue Kette, die da dran muss in der Punktzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-fach Kette. Ja gut, ja, klar. Ja, die Schlüssel.
Meine Güte, jetzt geht's los hier. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Wieso ist schon was wieder? Nein, aber auch nicht mehr so. So Kette, dies, das. Oh. Mhm. Hast du ja schon draußen. Dann trotzdem gegenüber vom Ventil anfangen. Und da den Reifen raus. Guck mal. Also. Ganz simpel. Siehst du? Gut, da wird es nicht. In der Felge wird gecheckt, ob der Felgenband in Ordnung ist. Ne? Ja, da schaust du, ob, ob das ganz ist. Den Schlauch ziehst du raus. Und Reifen gucken wir mal. Den guck ich an. Genau, den guckst du dir dann an. Weil ich muss ja sowieso meine Sachen machen. So, ich muss mal ganz schnell jetzt hier ein Hinterrad kaputt. Ich habe irgendwo hier schon hier. Ein Loch gesehen. Sieht man, ne? Hinterrad eindeutig nicht so hübsch. Fährt eine Fahrradfahrerin auf dem Bürgersteig und motzt den Kunden an, der bei mir vom Laden steht, dass er mal ein bisschen zur Seite gehen soll. Wegen Corona und so, weil sie ja leider durchfahren möchte. Straße ist aber frei. Ja. Kinders, Kinders, ein bisschen Relation bewahren. Das ist natürlich nicht beiseite gegangen. Wir haben uns ja gerade unterhalten. Man soll ja noch auf sich selber auf die Straße stellen quasi, am besten damit denn diese 1,50 plus 1,50 hier wart sind. Weil sie zwischen uns durchfahren muss. So ein Quatsch. So, hier. Tada! Gebrochen, frisch. Das ist ein frischer Bruch. Der sieht so aus. Dit und dit. Glaubst du mir, dass da nichts ist? Ja, ich glaube dir. Und der Reifen selber ist okay? Ja. Nee. Hier, da ist er. Guck mal. Siehst du das kleine Metallding da? Da? Achso, da. Ist das Metall oder Holz? Holz, das ist Dorn. Da bist du über irgendeinen Dorn gefahren. Das ist es gewesen. Aber der und das war bestimmt im Kreuzberg. Auf dem Kreuzberg oben. Weil da waren auch Dorn. Mann, wir hatten ja den Ausflug gemacht den einen Tag und da ist Anouk mit einem platten Reifen zurückgekommen. Und jetzt haben wir hier den Übeltäter, das ist ein Dorn. Also Parkanlagen und so. Siehst du? Ja, Holz. Ich mache den Müll, bevor noch was da rein kann. Genau, also jetzt gucken wir mal nochmal, ob das. Das Ding, dass ich auch gleich genau an die Stelle passe, was? Ja, Luki baut fleißig mit. Sie reparierte ihr Rad, mit dem wir gefahren sind. Also nicht ihr Rad, sondern ein Rad, was sie sich hier von mir geliehen hat. Was ich aber für uns eigentlich reserviert habe. Aber da habe ich noch nie drüber geguckt, so richtig. Diese kann es auch kaputt sein. Also. Deswegen könnte der auch kaputt sein, aber nun war es doch ein Dorn. Viel Teilkugel. Ah, sieht man schon den Käfig. Da ist nicht eine Kugel, aber eine Kugel ist noch drin. Okay, jetzt gucke ich erstmal, ob das überhaupt gut ist. Also das ist durch, schon ein bisschen länger. Oh. Das brauchen wir eventuell nochmal, muss ich mal sehen. Hier haben wir eine Vorderradachse. Ich brauche einen neuen Schlauch. Hinterradachse, Mensch. Meine Güte. Der Schlauch ist ja tot. Also brauchen wir einen Schlauch. Was ist das für ein Schlauch? Steht auf dem Reifen drauf, was du brauchst. Wo ist denn meine schöne kleine Fettspritze? Nee, das geht. Kannst du das reinmachen? Machst du dafür hier mir die Achse Reparatur? Nein. Okay, dann musst du einen Moment warten. Musst einen Moment warten. Mach das gleich. Nicht aufgeben, dann sag mal, nicht immer rumflähen. Das muss man ja nicht. Wenn ich es kurz reintue. Okay, so traurig nach unten, das ist ja furchtbar.
Hallo. Hey. Ja? Brake pads. For what kind of brake? Here, I have the pad. We break. Hey, thank you. Thank you. I'll see you later. Oh Mann, es sind hier Frickel, ey. Ich fass es nicht. Schon lange nicht mehr so gefrickelt. Mit Handschuhe arbeiten, das bin ich wohl gar nicht gewöhnt. Sag ich ganz ehrlich. Okay, jetzt zeig ich es erstmal grob zusammengebaut. Grob. Heißt nicht fertig. So, jetzt muss ich aber ohne Handschuhe. Das geht zwar nicht. Aber hierfür waren sie gut jetzt. So viel Schmiere hier dran. So. Der ist ja nicht ganz optimale Größe. Mhm. So. Okay? Ja. Also, wenn dann irgendwo rauskommt, machst du die beiden Seiten. Musst du natürlich so ein bisschen anfangen. Okay. Okay. Das kann ich. Na klar kannst du das. Da bin ich mir auch. Dessen bin ich mir doch voll und ganz bewusst. Beide Seiten runtergehen. Gleichzeitig. Mhm. Genau, und wenn du denn den Punkt hast, genau, dann fängst du den genau, dann machst du das so. Genau. Ja? Einmal nachstecken. Komm her. Und dann kannst du dir auch auf den Boden stellen. Ein bisschen, kleiner. Und so weiter. Ja. Ist ein bisschen eng, oder? Mhm. Willst du? Genau. Und drin. Schwuppdiwupp! Also, gemacht. Die Anu kann nicht. Also egal, wie rein. Ja. Genau, so wie passt. Ne? Ja. Dann guckst du. Das sieht ja ganz gut aus. Jetzt pumpen. Mit der gelben. Oder mit der da hinten? Achso, mit der gelben, ja. Grau, oder? Zeig. Ja. Also, Mitte ist richtig grau. Und nach oben. Und bis wo soll ich pumpen? Bis 3? Gut. Bestimmt. Da kommt gar nicht rein. Doch, doch. Mach mal Pump, Pump. Pump. So. Den haben wir, den haben wir, den. Ne, war ja noch nicht alles. Ist noch Bremsen gemacht werden, hast du gesagt. Ja, stimmt, die bremsen. Ja. Nur wenn man beide drückt. Naja, dann bremst das gut. Bremst sehr bescheiden. Wenn aber auch nicht jetzt komplett, dann ist es am Ende ein echt schönes Rad. Kleinigkeit, Kettenwechsel. Darf ich mir eine Kleinigkeit holen? Bei Watten. Kettenwechsel. Kettentausch. Achtfach Kette. Genau, erstmal brauchst du die Bremsanlage hier, das hier ab. Komplett. Wie denn? Ab, hier lösen. Das ist viel Arbeit. Alles abbauen. Das finde ich nicht doof. Teilbox. Ja. Sehr gut. Jetzt ist das so locker. Genau. Das Ende abschneiden, die Kappe. Ja.
Hm? Welcher Lehrer? Ein richtiger. Los, beide Hände. Nicht auf die Finger drücken, sondern auf die Zange. Und hinten, möglichst weit hinten. Zieh! Möglichst weit hinten anfassen. Wieso möglich? Das geht nicht. Doch, mit Kraft. Schaffst du? Nee. Doch. Weiß ich, dass du schaffst. Warum solltest du das nicht schaffen? Klar. Das, weil du klein bist? Schaffst du. Willst du dich ein Leben lang drauf ausruhen? Oh, ich bin klein, ich schaff das nicht. Ich bin ein Mädchen. Hast du? Ja. Da siehst du? Wo ist es? Siehst du? Ja. Na gut, da in Metallkiste. Ja. Okay, einmal frei. Jetzt der zweite Auftrag fertig. So, jetzt kommst du dran. Ja, ich will. Was war bei dir? Ich weiß nicht, wo ich ziehen soll. Soll ich hier ziehen? Ja. Der Draht läuft doch da durch. Das sollst du ja erkennen, selber erkennen, wo der durchläuft. Genau. Und oben ziehst du jetzt raus. Hier. Ja, da ziehst du aus dieser Hülse raus. Hältst aber die Hülse dabei fest natürlich. Na, aushängen, ja. Abgemacht. Und jetzt zieh. Oh, geschafft. Hilfe. Siehst du, genau. Das brauchst du? Ich habe mir wieder erlaubt. Ja, aber das brauchst du halt noch. Das ist wichtig. Mhm. Bei Selbstbacken zu den Teilen. Mhm. Darf ich es hier auflegen? Ja, und solange es nicht schmierig, schmutzig ist, darfst du das alles. Den Draht erst mal rausziehen. Fülle. Fülle. Fülle ab. Nicht mit Kraft, sondern mit System. Ne? Genau, da lang und los. Jetzt. Zieh. Zieh, 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 zieh. Verletz dich nicht. Ziehen! Beide Hände und los. Los! Zieh nochmal! Siehst du, und jetzt weißt du, warum das so schwer bremst, weil da geht so viel Bremskraft verloren durch das alles. Und weiter. Wir gucken mal von hier aus zu. Das ist ja viel interessanter, was dann gemacht. Was ich mache. Und jetzt musst du den Draht hier rauskriegen. Da ist er eingehangen. Ich weiß schon, wie das geht. Das habe ich aber mit dir gemacht. Ja, siehst du. Ich bin mal gespannt, wie ein Flitzerbogen. Hier auch raus. Hm? So, ja, ja, alles raus, alles raus. Da ziehen wir erstmal durch hier. Achso, stimmt. Machst du einfach. Und dann kannst du den hier unten rausnehmen. Guck, wie der eingehangen ist. Sieht genau so. So, guck mal unten, guck mal von unten. Ah, und ja. So ja. Aus, ne? Das brauche ich auch. Und immer hier gespannt halten. Guck, wenn du hier den Hebel ziehst mit einer Hand, mit der anderen kannst du fummeln. Okay, auch bei der anderen Seite das gleiche. Jetzt machen wir erstmal die vordere Bremse. Wir machen erstmal eine Bremse fertig. Jetzt nimmst du den 5er Inbusschlüssel. 5er. Moment. Genau. 5er Inbusschlüssel. Hier. Abschrauben. Das hier? Okay, guck doch mal hin da. Das abschrauben. Das nein, das hier. Abschrauben. Die Bremse abschrauben. Ja. Ganz wichtig ist zuhören und dann auch schauen, beobachten. Abgeschafft. Ganz raus. Das muss das Publikum hier die ganze Zeit machen. Zuhören und beobachten und sieht trotzdem nichts, weil Tommy immer davor steht. Immer wenn es wichtig ist, steht Tommy davor. Mit Absicht. Natürlich, selbstverständlich. Also. Alles mit Absicht. Genau, jetzt ziehst du den gesamten Bremskörper, nimmst du beide Hände, keine Angst vor Dreck, an der Stelle, hier unten, da fasst du an, hier, und dann ziehst du den so runter, siehst du? Und bei der anderen Seite, hab ich gemacht jetzt. Und bei der anderen Seite machst du das. Okay. Den legst du da nicht rauf, den legst du bitte daneben. Wo daneben? Wo? Mhm. Okay. Hier ist Netzglas. Woher hast du das eigentlich? Gekauft, also irgendwann mal. Wenn du nochmal so was siehst, kauf das für mich, bitte. Ein Multitool? Nein, mir ist schon wieder runter. Du willst ein Multitool haben? Ja!
Meine Tochter will ein Multitool haben. Ach so, das Ding habe ich sogar, das war bei der Rikscha mit dabei. Als ich die Rikscha gekauft habe, war dieses Crank Brothers Ding mit dabei. Hat mich echt gefreut. Wo soll das denn wieder dahin? Okay. Also, meine Tochter möchte ein Multitool. Was sie nicht alles wollen, Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Multitool. Kriegen sie alt. Yes. Beim nächsten Mal. Ja. Nicht alle gleich und sofort was mehr. Kann sich ja keiner leisten. Ultra schwer. Ja, guck doch, kannst du mir selbst bremsen. Kriegt dich nicht hin. Ja, das muss man erst ändern. Das muss richtig leicht gehen. Das muss wie mit einem Tag. Schwupps! Ebelchen und bopp. Muss ich das wieder öffnen schon wieder? Irgendwas war das war. Aber ist mir gefallen. Ich krieg das nicht auf, oh, ich. So? Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Ich bin wirklich ein bisschen laut. Okay. Mein Sohn. Ja? Wenn ihr das auch macht, nicht zu viel davon. Fahrrad? Ja. Diese? Ja, ja. Ja, das ist jetzt alles noch nicht wichtig. Machen wir später denn. Jetzt müssen wir. Das nervt mich so ab, wenn die Leute dann hier völlig unkoordiniert durch den Laden laufen und selbst irgendwie rumfummeln. Also ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute hier einfach durch den Laden laufen und selber irgendwo rumfummeln. Es sind hier. Hat ein Rad versucht von der Decke abzuhängen, eigenmächtig, und ihm ist das Rad runtergefallen. Auf die ganzen Sachen, die unten drunter standen, ruff. Dabei ist eh eine Flasche Wein kaputt gegangen. Wir haben ja noch Wein hier. Die hat da umgestoßen. Die liegt jetzt hinterm Kamin. Und stinkt halt vor sich hin nach Wein. Das riecht jetzt wie eine Weinhandlung hier. Sollen sie nicht? Ich hab sie mir gesagt, bitte nicht alleine. Nein, ich kann, guck mal hier, guck mal, klack, und fällt ihm das runter. Das ist das Schärfste. Und dann abhauen. Oh, danke, tschüss. Nicht mal irgendwas da gelassen, Fünfer oder wenigstens. Für die Arbeit jetzt, alles ausräumen, sauber machen. Okay, gut, müssen wir nachher machen. Na, einfach die Schraube rein. Da sind Schrauben mit dabei. Die blauen. Ja. Bitte. Ja. Das kann ja nicht sein, dass du mich in Ordnung fragst, was ich dir explizit erklärt habe. Nein, du hast gesagt, da sind drei Löcher. Und nimm das mittlere, ja. So. Weil die müssen ja beide gleich sein. Die müssen beide auf der gleichen Seite, mit der gleichen Vorspannung sein. Also wie die andere Seite. Das muss ich ja ausgleichen. Ansonsten schleift die doch immer zu einer Seite. Das ist doch die Spannung. Wenn ich das ins obere mache, ist noch mehr Spannung. Wenn ich das ins untere Loch mache, ist ganz wenig Spannung. Okay. Ne? Und wir wollen es beides haben. Wir wollen mittlere Spannung haben. Okay. So, und jetzt? Jetzt die blaue Schraube. Was für eine blaue Schraube? Nein, die Schrauben. Ne? Das? Drehen und. Gefühl, guck mal. Wenn du möglichst hier am Zentrum nimmst, dann geht es leicht ab. Wenn du es hier am Ende nimmst, guck mal, hier krieg ich auch nicht ab. Wenn du es aber hier nimmst und da drehst, geht's ab. Okay, jetzt versuch's auch. Ja, guck mal, wie einfach. Aber wenn du es am Ende nimmst, ist ja klar, weil dadurch verkantest du ja. Und wenn du es verkantest, kriegst du es nicht ab. Ganz genau. Ja? Andersrum.
Nicht vernudeln. Dann kriegen wir die auch nicht mehr. Nee, komm, komm, du rückst rüber. Das kannst du nämlich nur 2-3 Mal machen. So, okay. Jetzt muss das Ganze wieder umgedreht werden. Dann wird die Schraube hier gelöst, also die da. Und dann kannst du den Bremshebel abmachen. Okay. Ja, ist da wirklich etwas drin. Also, dann brauche ich jetzt den hier. Was ist denn los? Wieso? Wieso ist das doof? Klappt doch. Vielleicht noch ein bisschen weiter aufschrauben. Mach's dir nicht so schwer. Das ist zu, das ist auf. Ja. So, benutze deine Taschen. So viele Taschen. Na wunderbar, da siehst du, einmal frei. Jetzt sind wir mal wieder. Ich habe mal gefragt, ob sie Boden eintopfen kann. Da, jo, da Baumwohnen eintopfen. Wirklich, das ist ja lecker. Ja, geht schon alles irgendwie, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht, schmeckt alles. Einmal ja, bei essen. Ja, bei dem Rad hier, ist es nicht das Rad, was eine Katastrophe ist. Sondern der. Sondern der Defekt, den er hier sich reingeballert hat. Die Kette hängt. Und das da ist zerbogen. Ist verbrochen. Ist zerbrochen. Aber das alles ist kaputt. 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 Kaputt, kaputt. Speichen hier. Kaputt. Voll kaputt gerammelt. Also okay, das baue ich jetzt erstmal auseinander. Schaltauge ab. Bereite alles vor für die Reparatur sozusagen. Erstmal. Achtet immer darauf, dass eure Schaltwerke gerade stehen. Weil hier war das Problem, dass das vorher das Fahrrad vermutlich auf die Seite mal umgekippt ist. Das Schaltauge ist verbogen. Dann ist er ein Stück gefahren, hat in einen leichteren Gang geschaltet, also sprich reingeschaltet. Dabei hat sich das Schaltwerk, weil es ja den Schräg stand, im Laufrad verhangen, hat die Speichen zerrissen und sich selbst auch aufgeräuchert. Deswegen wurden Schaltaugen erfunden, damit man nicht gleich den ganzen Rahmen wegschmeißen muss. Galt eigentlich für hochwertige Rahmen, heute ist so ziemlich jeder Rahmen mit sowas ausgestattet. Schaltzug neu, Schaltwerk neu, Schaltauge neu, Speichen neu. Guck, die kommen hier hin. Du mit deinem Ding hier. Was? Hier kommt er dran. Und hier, von hier geht der Zug, die Zughülle, da rein. Also nimmst du dir erstmal eine alte, gib mir mal die Hülle, die lange. Genau, das ist nur zum Gucken. Das damit ist du aber weißt, auch so klein, oder? Ja, damit du weißt, wie lang die sein muss. Dann hältst du dir die so ungefähr hin. Zack. Aber sie ist auch so groß. Sie muss genau so sein, oder? Dann behältst du das hier im Kopf. Bis dahin. Und dann machst du die. Schneidest du die ab. Das mache ich jetzt für dich, weil es ist eh viel zu schwer. Die brauchen wir später. So. Aufmachen. Ist das schon auf? Ja. Auf. So, dann müssen wir einmal einen Zug, einen Innenzug brauchen wir. Mhm. Guck, da passt du rein. Ja? Mhm. Ja? Der Zug. Oh mein Gott, wie lang. Den brauchst du jetzt noch nicht. Erstmal nur die Kappe oben drauf.
Ja, du sollst einfach nur erstmal den Kaffee aufmachen. Ja. Dann machst du den Zug rein. Lass mal, lass. Lass, also, leg unten hin. Das auch, leg unten hin. Jetzt baust du den Zug ein. Hier dran. Genau. Das schaffst du schon. Schon gemacht. Ja? Ja, schon drin. Hier. Na, der muss ja noch da vorne rauskommen, ne? Wie macht man das? Zeig dir, bei dem zeig ich es dir. Da hinten, guck mal, da ist ein Schlitz. Und hier sind auch Schlitze. Die müssen alle übereinstimmen. Okay. Den haben wir. Und den guck mal richtig hin. Ja? Siehst du das? Mhm. Da und da. Und wenn das stimmt, wieder zurück und das war's. Einmal hier durch. Ende. Ja. Das Ende. Da rein? Kommt da rein. Silberne Seite. Hier durch. Genau. Genau. Und ziehen, ziehen, ziehen. Genau. Das Ende. Dadurch. Den Pups, den machst du gleich hier. Muss das da rein? Das Fett. Ich hab das richtig gemacht mit dem Pups. So, ne? Jetzt, jetzt einhängen. Das. Da rein. Jetzt muss da diese Kappe raus. Hier öffnen? Was öffnen? Ganz Ruhe, in Ruhe, bis der wirklich drin verschwindet. So. Ja, und jetzt andersrum. Genau, öffnen. Noch ein Stück und stopp. Ich muss ja dann durchfädeln. Muss ich wieder schließen? Selbstverständlich, muss man das noch wieder zumachen. So, jetzt guckst du. Mach mal zu. Andere Richtung ist zu. Okay, reicht erstmal. Ist nur vorfixiert. Und jetzt muss die Bremse eingestellt werden. Also jetzt kann man das hier ausrichten, genau, dass es genau passt. Welche Richtung muss das denn? Das ist etwas zu fest hier. Das musst du ja einmal lösen kurz, aber nur lösen. Gut an, ne? Bremst du halt noch nicht, aber muss ich ja auch noch nicht. Halt mal fest das Rad. Ich glaube, mit der Bremseneinstellung, das müssen wir noch mal üben am Montageständer. Weißt du, wenn das so auf einer richtigen Höhe ist für dich auch. Hinten mache ich alleine. Guck mal, das ist gut. Bis auf die. Guck mal. Guck mal bitte. Mhm. Was stimmt hier nicht? Der ist zu weit weg, der ist zu nah dran. Ne? Mhm. Stimmt's? Ja? Mhm. Sind wir uns einig. Dazu müssen wir diese Schraube ein bisschen mehr spannen. Brauchen wir einen Schraubenzieher. Genau. Guck mal jetzt. Mhm. Fast gut, ne? Und auf einmal bremst es richtig gut. Sag dir schon, die Bremsen sind nicht so gut. Jetzt wird gekürzt hier. Darf ich kürzen? Ja, der Zange. Und los. Okay, das brauche ich. Dafür brauche ich wieder ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Tu mir mal nicht gefallen, nicht, dass du dich hier klemmst. Ich mach einen und du machst den zweiten daneben. Ja? Ja, machst du auch einen. Nee. Mit Gefühl.
Sieht doch gut aus. Und aber jetzt kann die Zange und das hier wieder weg. Und jetzt? Probier mal mit Bremsen. Ja. Steht. Mhm, und das geht leichter. Und wie leicht, wa? Oder? Ist das nicht genial? Ja, guck mal. Wenn man nur ein bisschen. Naja, das machen wir aber noch. Morgen. Okay? Mhm. Na, dann machen wir das morgen. Wenn man das ein bisschen, nur so ein bisschen selber macht, alles. Ein bisschen Arbeit investiert, dann kann man ein richtig gutes Ergebnis erzielen. 5:49 Uhr. Mit vernünftigen Bremshebeln, auch wenn es einfache sind, von Promax, das ist jetzt nichts Besonderes, aber die sind aus Metall, die flexen nicht. Guter Zug, das ist also A und O, ein guter Zug und auch eine neue, vernünftige Bremse. Und dann funktioniert das auch. Aber wenn ich sowas sehe an so einem Kinderrad oder Jugendrad, so eine V-Brake-Bremshebel dran mit Kunststoffhalter, Und dann mit einer Cantilever-Bremse, das funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Ja, das war da dran. Das musste weg. Da drin. Genau, das musste weg. Mal austauschen. Und jetzt funktioniert es einwandfrei. Und ich bin richtig stolz, dass du das geschafft hast. Sag mal, dann so, fein. 10 Minuten haben wir ja noch. Wirklich? Es ist 5. 15:50. Ja, wir haben Besuch. Klar, es ist hier alles ein bisschen anders jetzt zu der Zeit und da muss man ein bisschen aufpassen und so, aber ich kann mich ja nicht total abschotten. Also, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy und die Anouk. Hintergrund immer schon gehört. Sag mal, braucht die Mama nicht ihr Telefon wieder zurückgeben? Sie meinte auch nicht. Okay. Und Mama nochmal, nee. Nee, das ist gut, da zu Recht. Das war ein Dorn. Was? Ein Dorn. Ah. Ein Dorn war am Rad, ja. Wir sind aber auch an diesen komischen Dornbäumen vorbeigefahren. Hast du die gesehen? Und wann? Kreuzberg. Fakt ist, am Kreuzberg wartet ja, fiel ich ja dann auf, spontan. Ja. Und dann muss er da irgendwo gewesen sein. Ja, aber vorher hat es ja auch nicht so gemeckert, dass es so schwer geht. Nee, vorher lief es auch, habe ich ja gesehen. Ja. Luki sagt zu mir, guck mal, trag das in Ordnung, da ist nichts drin. Ich sage, nehm das in der Hand und gleich genau an der Stelle, wo ich das erste Mal angefasst habe. Ja, ich habe hier gefühlt. Ja, was ist die Fühlus? Blutige Hände, wenn es durchgefasst, alles blutet, da ist nichts drin. Nein, aber wir haben es ja gefunden, das ist die Hauptsache. Und du? Mein skeptischer Blick. Nein, die räumt die Schränke wieder aus. Was zu tun? Darfst du denn das? Aha, was ist das? Eine Apfelsinenverpackung? Man weiß es nicht. Für was soll denn das sein? Das ist Schnuller gewesen. Ach, okay, Schnuller. Brust links, Brust rechts, Schnuller. Und du telefonierst auch die ganze Zeit? Nein. Ach so, erwischt. Ich hab Kekse. Die ganze Zeit aufgeräumt. Ja, vorne habe ich gesehen. Alles. Es ist alles aufgeräumt. Das hast du sehr gut gemacht, Mann. Ich habe auch alles durchgesaugt und. Da liegt noch was. Naja, das hast du vergessen. Nein. Und unterm Ofen. Hast du da mal nachgeschaut? Nein, den kann ich auch nicht wegschieben. Blumen, tu mir dein Bild. Das Handyverbot-Bild. Handyverbot-Bild? Na schau mal an. Handy natürlich. Jetzt. Ich muss ja schneiden. Ich muss auf alle Fälle schneiden. Also wir sehen uns bis dann. Macht's gut. Ciao. Nochmal. Auch von Marlies. Mama,